Welche Botschaft sollst du unbedingt erhalten? Das schauen wir uns gleich an mit dem Golden Tarot von der Kate Black. Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ja, dieses Video wird eine Kartenlegung zeigen, eine allgemeine Kartenlegung. Das heißt, das, was ich hier sage, kann nicht auf jeden zutreffen. Das ist deine Aufgabe zu prüfen, ob du damit in Resonanz gehst. Und wenn nicht, dann verwirf das Ganze einfach. Und wenn ja, dann nimm es gerne mit. Prüfe es für dich, drehe und wende es und dann möge es deinem höchsten Wohle dienen. Ne? Ansonsten sollte sich hier etwas zum Thema Liebe zeigen. Dann spreche ich immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Das heißt, drehst dir bitte um, wenn du in einer anderen Rollenverteilung bist. Und ja, ganz lieben Dank für all eure Likes, alle eure Kommentare, eure Abos. Ich freue mich immer sehr darüber. Und damit lasst ihr meinen Kanal wachsen und gebt anderen die Chance, anderen Menschen die Chance, diesen Kanal auch zu finden. Ne? Der Algorithmus von YouTube, der honoriert es einfach. Wenn Videos gut gefunden werden, dann werden sie auch anderen mehr präsentiert und dadurch bekommt dieser Kanal mehr Reichweite. Und ja, wenn ihr da mithelfen wollt, dann finde ich das wunderbar und dann bedanke ich mich dafür einfach schon mal im Voraus. So, dann schauen wir uns jetzt mal an, was wir da heute als wichtige Botschaften bekommen. Ich mache zwei. Du kannst also auswählen zwischen Botschaft 1 und Botschaft 2. Du schaust dir auch beide an. Das ist eh das, was ich immer rate, weil man sich durchaus auch täuschen kann. Aus diesem Grund nehme ich auch keine zwei Kartensets mehr, sondern nur noch eine, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man sich einfach täuschen kann, wenn man das Set aussucht, das einem besser gefällt. Das heißt nicht unbedingt, dass da die Botschaft versteckt ist, die für einen gerade bestimmt ist. So, liebe lichte geistige Welt, welche wichtigen Botschaften habt ihr für meine Zuschauerinnen und Zuschauer? Was sollen die unbedingt erfahren? Da haben wir Botschaft 1 und Stapel 1 und Botschaft 2 und Stapel 2. Fangen wir mit der ersten an. Entschuldigung, mit der ersten an. Die 10 der Münzen. Wow! Was für eine tolle Aussage. Das geht ja schon super los. Ne? 10 der Münzen, Wunscherfüllung in materieller Hinsicht. Vielleicht hast du schon lange auf eine auf einen Zugewinn hingearbeitet, darauf, dass du finanziell erfolgreich wirst. Und hier kommt jetzt sozusagen eine Botschaft dazu. Schauen wir uns gleich mal an, was sie dir mitteilen wollen. Ja. Worum geht es hier genau? Da kommen die 5 der Stäbe. Der Ritter der Münzen. Und die 7 der Schwerter. Also was sie dir hier sagen ist, verwirke dir nicht deinen Erfolg, auch deinen finanziellen Erfolg, dadurch, dass du dich mit Konkurrenz aufhältst und mit Menschen, die es dir nicht gut meinen. Ne? Also das ist einfach so in unserem Leben. Leider, ne, in dem Moment, wo man erfolgreich wird, gibt es auch immer Neider. Es gibt auch immer Menschen, die es einem nicht gönnen und die einem am liebsten die Stange ins Rad reinstecken würden, sodass der Wagen sich nicht mehr weiterdreht. Und hier heißt es, das ist Zeitverschwendung. Ne? Gib da keine Aufmerksamkeit rein. Also ich zitiere auch immer gerne so aus dem Stoizismus, wenn jemand dich da angreift, wenn jemand dich da dir das Gefühl gibt, er ist dir neidisch oder er gönnt dir das, dein Erfolg nicht oder dein Reichtum, was auch immer da dahinter steckt, ja, dann am besten ist es einfach gar nicht drauf zu reagieren. Keine Energie reinlegen, keine Energie reinlegen. Das ist hier die Aussage. Ja? In Menschen und Situationen, die dir deinen Erfolg nicht gönnen, die dir nicht gönnen, dass es dir gut geht und die gibt es nun mal immer. Das ist der Preis des Erfolges. Ne? In dem Moment, wo du
wo es dir gut geht und du erfolgreich bist, wirst du immer welche haben, die aus ihren Löchern rauskriechen und die dir das eben nicht gönnen. Leg da keine Energie rein. Worum geht es da noch? Da kommt die Königin der Münzen, die zwei der Münzen, und der Stern, ja, bleib bei dir, bleib in deinem Selbstwert, lass dich nicht runterziehen, ne? Entscheide dich für deinen Erfolg, deine Heilung, was auch immer du, was du hier mit den 10 der Münzen verbindest, was deine Wunscherfüllung ist. Erfolg in materieller Hinsicht, in Finanzen, beruflich, ja? Lass dich nicht ablenken von anderen, lass dich nicht klein machen. Vor allen Dingen nicht, keine Aktivitäten, mit denen du selbst das tust, was die anderen sich wünschen würden. Dich selbst zu demontieren, dich selbst zu sabotieren. Bleib ganz klar auf deinen Erfolg ausgerichtet. Das ist so, wie also ich sage, du schaust nach vorne und du schaust einfach auch nach vorne. Du schaust nicht nach links und nicht nach rechts und nicht nach hinten, wo die da alle um dich rum sind, sondern du gehst einfach weiter. Wie diese kilometerlangen Güterzüge in Amerika, ne, die wirklich kilometerlang sind, ich weiß nicht, wie viel, können durchaus, glaube ich, ein paar hundert Anhänger haben, ne? Und wo man das Gefühl hat, der muss schon 20 Kilometer vorher das Bremsen anfangen, dass er dann auch schrecklich steht. Du bist nicht aufzuhalten. Du bist nicht aufzuhalten. Mach dir das bewusst. Geh einfach weiter. Mag auch sein, dass es immer mal wieder Schwankungen gibt, wo es dir besser geht oder mal wieder, wo es dir mal wieder ein bisschen schlechter geht. Aber schau nicht auf die Menschen, die es dir nicht gut meinen. Lass die links liegen. Gib mir noch eine Info dazu. Ja, die 9 der Stäbe. Du hast hier schon Verletzungen erlebt. Du hast hier schon massive auch Einbrüche erlebt, ne, durch andere. Da kommt der Herrscher. Und der Mage. Naja, und jetzt geht es eben darum, dass du das nicht mehr zulässt. Also diese Botschaft ist eine ganz wichtige Botschaft für all jene, die in der Vergangenheit vielleicht Schiffbruch erlitten haben, die sich jetzt vielleicht mühsam wieder nach oben gearbeitet haben, die sich wieder etwas erwirtschaftet haben, vielleicht haben sie etwas durch einen Partner verloren oder durch eine falsche Partnerschaft, ob jetzt beruflich oder privat, ist da völlig egal, vielleicht auch durchaus durch andere, vielleicht haben sie den falschen Menschen geholfen. Habe ich jetzt alles hier nicht gelegt, ne? Das ist deine persönliche Geschichte dann, die dann für dich da reinspielt. Hier heißt es ganz klar, bei allem, was du schon erfahren hast im Leben, bei allen Schwierigkeiten, die du immer wieder überlebt hast, wo du immer wieder aufgestanden bist wie ein Stehaufmännchen, bleib bei dir, konzentrier dich nur noch auf dich, bleib in deiner Kraft, bleib in deiner Macht. Du hast alles, was du brauchst, um genau diesen Erfolg zu haben. Erlaube niemanden, nichts und niemanden, dir das wieder streitig zu machen. Ganz häufig passieren solche Geschichten, Menschen, die extrem gutmütig sind, ja, denn die gerne geben, die immer mehr bei den anderen sind als bei sich selbst, ja, und die sich dabei, ohne es zu merken, oder es schon zu merken, aber halt immer erst dann, wenn das Kind schon wieder in den Brunnen gefallen ist, dass sie demontiert werden von den anderen. Wir leben nun mal in einer Welt, wo es nicht nur gute Seelen gibt. Ja? Das wäre auch langweilig und das würde uns auch nicht entwickeln. Ich sage das immer wieder, wir brauchen genau diese negativen Energien oft genau dazu, um uns zu entwickeln, zu lernen, weiterzukommen. Wenn das immer alles super und easy wäre, dann würden wir nicht lernen. Dann würden wir so stehen bleiben, wie wir sind. Also danke jedem, der dich vielleicht auf deinem Weg zum Erfolg hat lernen lassen, wie es ist, wenn man ihn verliert. Vorübergehend. Ja?
Scheitern gehört zum Erfolg dazu. Jedes Scheitern gehört dazu. Aber du musst nicht mehr, wie scheinbar in der Vergangenheit, den Menschen dein Scheitern sozusagen auf dem Silbertablett servieren. Na? So, das ist die Botschaft Nummer 1. Und du kannst das jetzt, ich habe das jetzt auf nichts Spezielles bezogen. Na? Die 10 der Münzen können auch im Prinzip für den Erfolg in familiärer Hinsicht stehen. Na? Also, dass ich wirklich alles habe, was ich mir wünsche. Haus, Hund, Kinder, Auto, Urlaub und so weiter. So dieses Rundum-Paket. Insofern schau für dich, auf welchen Bereich es bei dir passt und wo du das schon erlebt hast, dass du deinen Erfolg dir von anderen Menschen hast einfach nehmen lassen. Und in den Karten liegt hier einfach, dass das gar nicht schwer war, ne? Dass du es zugelassen hast. Das ist ja immer der Punkt. Es braucht immer zwei, einer, der es macht und einer, der es zulässt. Und du solltest es nicht mehr zulassen. So, dann haben wir noch die Botschaft 2, da kommt die Sonne. Auch nochmal eine wunderschöne Karte. Jetzt könnte ich natürlich sagen, wenn ich jetzt hier weitermachen will, hier geht es darum, dass du egoistischer wirst und dass du mehr an deinen Erfolg glaubst und mehr das tust, was du für richtig hältst und was für dich gut ist. Aber wir schauen jetzt, was uns die Karten dazu eigentlich sagen wollen. Schauen wir mal. Worum geht es hier genau bei der Sonne? Da haben wir die 8 der Schwerter. Den Ritter der Stäbe. Und die Liebenden. Na, ich glaube, dass du in Liebesdingen hier ein bisschen egoistischer werden darfst, dass du hier mehr auf deine eigenen Bedürfnisse achten darfst in Liebesbeziehungen. Na? Und wenn du es altruistisch sehen willst, das Thema Liebe, dann geht es hier um alle Beziehungen, dass du in Beziehungen ein bisschen egoistischer werden darfst, mehr auf dich und auf deine Bedürfnisse gucken darfst. Und so wie ich das sehe, ist es hier so, dass du noch nicht so recht weißt, wie du das machen sollst. Also du möchtest eigentlich schon, ne? Eigentlich sagst du auch, ich brauche mehr Selbstliebe, ich möchte mehr für mich tun, aber du hast noch nicht so richtig den Plan, wie du das umsetzen sollst. Das gibt natürlich, kann jetzt unterschiedliche Gründe haben, entweder du hast ein Umfeld, das dir hier Schwierigkeiten macht, das zuzulassen, weil das ist ja immer, ich sag mal, in dem Moment, wo wir egoistischer werden, wo wir mehr Selbstliebe leben, also im Sinne von mehr auf unsere Bedürfnisse achten und damit zum Beispiel auch anderen Menschen mehr Grenzen setzen, auch öfters mal Nein sagen, wird das natürlich für unser Umfeld unangenehm. Ne? Und die sind dann vielleicht auch überrascht. Stell dir vor, du bist eine Mama, die vielleicht 50, 60 oder 70 Jahre alt schon ist und jetzt plötzlich anfängt und bei ihren Kindern sagt, du, nee, mache ich nicht mehr. Nee, ich gebe dir kein Geld mehr. Oder nee, ich komme nicht mehr, um dir ständig alles hinterher zu tragen oder dir da und da und da zu helfen. Du musst jetzt mal selbst in die Pötte kommen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber stell dir vor, du machst es. Meinst du, dass deiner Tochter oder deinem Sohn das angenehm ist? Ja, natürlich nicht. Denn die müssen jetzt praktisch selber mal in ihre Kraft kommen. Also deine Intention, die ja völlig richtig ist, dass du dich mehr entspannst und dass die anderen mehr in ihr eigenes Leben finden, ist richtig. Aber es ist natürlich nicht angenehm, das durchzusetzen. Und hier scheint es so zu sein, dass du zu den Menschen gehörst, die das zwar gerne möchten, aber die noch nicht so richtig den Dreh raus haben oder vielleicht auch noch nicht das Durchhaltevermögen haben, weil da braucht es dann schon auch mal so eine Kraft, die da heißt, egal, ob dem anderen das jetzt gefällt oder nicht, ich bleibe jetzt mal bei mir und ich bleibe da jetzt mal konsequent. Ja? Alles das, was wir zum Beispiel beim Thema Kinder bleiben, alles das, wo wir in der Kindheit unserer Kinder inkonsequent waren, das kommt irgendwann. Dann halt einfach, wenn sie älter sind. Also ich weiß es aus eigener Erfahrung, das ist so. Na? Da, wo du, als die noch klein waren, gesagt hast, ach komm, lass stecken, na? Egal, passt schon. Das kommt
wenn sie älter sind, ne, vielleicht auch wenn sie erwachsen sind, irgendwann brauchen sie diese Konsequenzen und diese Grenzen. Und je älter sie werden, desto schwieriger wird es aber halt. Ja? Das heißt, schreck hier nicht zurück, weil du Angst hast, dass dich jemand nicht mehr mag. Oder wenn, dass du Angst hast, dass jemand, dann, dass du immer in Konflikt kommst und so weiter. Also es ist ein Gesetz, ich weiß das, ich war ja Organisationsberaterin, es ist wirklich ein Gesetz in dem Moment, wo wir uns verändern. Kommen wir automatisch mit unserem Umfeld in Konflikt. Denn das Umfeld möchte nicht, dass wir uns verändern. Und zwar crazierweise sogar nicht mal dann, wenn unsere Verhaltensweise dem Umfeld nicht gefallen hat. Denn ich bin in dem Moment, wo ich mich verändere, nicht mehr berechenbar für den anderen. Oft ist es einfach nur wichtig, dass der andere weiß, die ist so und so und so. Und wenn ich sowas reingebe, bekomme ich sowas raus. In dem Moment, wo du dich veränderst, schmeißt es den anderen in eine hohe Unsicherheit. Damit können viele Menschen gar nicht umgehen. Ja? Aber dass der Veränderungsprozess vollzogen werden kann, dass sich beim anderen was verändert und bei dir auch, dazu braucht es deine Konsequenz. Das heißt, bitte, 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 wenn du dich verändert hast, niemals umdrehen lassen, nur weil du vom Außen Widerstand bekommst. Wenn du vom Außen Widerstand bekommst, weißt du nur, du hast dich tatsächlich verändert. Ja? Das ist eigentlich was Gutes. Das ist eigentlich ein Beweis dafür, dass sich bei dir wirklich was getan hat. Und dann braucht es deine Geduld und auch ein gewisses Einfühlungsvermögen für den anderen, dass du verstehst, der andere muss jetzt erstmal lernen, neu mit dir umzugehen. Das ist so, als würde er sich jetzt mit einer neuen Person beschäftigen müssen. Und Menschen, die von dir nie Grenzen erfahren haben, die werden erstmal natürlich rebellieren. Ja, wieso bekomme ich das jetzt nicht mehr von dir? Wieso machst du das jetzt nicht mehr? Wieso bist du so zu mir? Das sind ganz normale Reaktionen und dann kann man sich entweder darüber unterhalten, wenn beide so erwachsen genug sind, oder man bleibt einfach bei seiner Handlungsweise. Und dann heißt es halt im Zweifelsfall auch, dass ich mal eine Zeit lang vielleicht nicht mehr die beliebte Mama bin, wenn ich meinem Sohn, der mich jetzt schon, der mich die letzten 20 Jahre finanziell ausgebeutet hat, ihm jetzt mal keinen Tausender mehr gebe, damit er seine Arbeitslosigkeit weiter pflegen kann. Das ist nur ein Beispiel. Na? Denkt mal um und vielleicht fällt euch sogar langfristig gesehen ein ganz positiver Effekt eurer Veränderung auch in Bezug auf euer Umfeld ein. Denn damit zwingt ihr letztendlich andere Menschen auch, sich zu verändern. Also den Sohn zum Beispiel aus dem Beispiel, dass er einfach kapiert, wenn er immer auf arbeitslos macht und sich nicht selbst um sein Einkommen kümmert, dass es jetzt problematisch wird, weil die Mama nicht mehr dafür gerade steht. Das ist der Ausspruch, wenn man sagt, wenn du dich veränderst, veränderst du die Welt. Ne? Man kann nicht wirklich die komplette Welt verändern als Einzelner, aber du kannst deine Welt verändern, du kannst deine Beziehungen verändern, indem du dich selber wandelst. Und hier geht es darum, dass du hier zum einen, kriege ich rein so ein bisschen Ängste, ist vielleicht zu viel, aber so ein ungutes Gefühl, oh, wie wird es, wenn ich jetzt tatsächlich mehr auf mich achte, wenn ich tatsächlich das und das nicht mehr mache, wie wird mein Umfeld reagieren? Werde ich dann abgelehnt werden, werde ich Streit kriegen und so weiter. Und der andere Aspekt ist, dass du hier scheinbar auch tatsächlich für dich erst nochmal klar machen musst, wie mache ich das? Wie bleibe ich denn dann auch bei mir? Ja? Wie schaffe ich das denn, dass ich dann, wenn ich jetzt sage, ich gebe dir jetzt das Geld nicht mehr, lieber Sohn, und der dann anfängt, erstmal vielleicht zu betteln und dann vielleicht zu schreien oder je nachdem, welche Eskalationsstufen er so drauf hat. Ja? Wie bleibe ich dann bei mir, so dass es mir noch gut geht dabei? Und ich kann euch nur sagen, lieber mal aushalten, auch eine unangenehme Situation,
als es wieder zurückdrehen. Ne? Vor allen Dingen, ihr müsst es auch immer so sehen, ihr macht euch auch unglaubwürdig. Also wenn ihr den Impuls habt, Grenzen zu setzen, und ihr nehmt sie sofort zurück, in dem Moment, wo der andere ein bisschen Widerstand leistet, dann seid ihr nicht mehr glaubwürdig. Und dann macht der andere mit euch, was er will. Dann habt ihr alle Macht abgegeben. Vielleicht noch eine Reihe dazu. Worum geht es hier noch? Da kommt der König der Schwerter. Die drei der Kelche. Und der Narr. Naja, sie sagen euch hier ja schon, dein neues Verhalten sollte eine Balance sein aus Köpfchen einschalten, ne? Rational sein und aber Unfreundlichkeit. Ne? Also, was nicht heißt, emotional sein. Emotional sein würde jetzt heißen, im Beispiel mit dem Sohn, dass ich ihm dann doch wieder gebe, weil es mir halt weh tut, weil ich halt auch nicht möchte, dass es ihm schlecht geht und so weiter. Dann lasse ich mich emotional wieder in diese Abhängigkeit ziehen. Ne? Hier heißt es, freundlich und bestimmt deinem Weg folgen. Ne? Überleg dir ganz genau, was du willst, wie deine Zukunft aussehen soll, und vertritt die dann freundlich und bestimmt. Das heißt, in dem Fall mit dem Sohn könnte es so sein, dass du ihm vielleicht sogar hilfst, deine Arbeitsstelle zu finden, oder mit ihm auch mal überlegst, wo er denn sonst noch Geld herbekommen könnte, wenn du es ihm nicht mehr gibst. Dass er sozusagen selbst in seine Kraft kommt, aber ihm nicht mehr seine eigene Aufgabe abnehmen. Ne? Weil, ich sag mal, ein erwachsener Sohn darf für sich selber sorgen. Da bist du als Mama meines Erachtens nicht mehr zuständig. Man kann immer mal helfen, wenn mal Not am Mann ist. Aber Dauerzustände in solcher Form halte ich für schwierig. Und ich kenne solche Fälle. Ich hab genügend Klienten und Klientinnen, die mir immer wieder von solchen berichten. Was soll ich machen? Soll ich ihm oder ihr nochmal geben? Soll ich nochmal? Soll ich nochmal? Ja, ist ganz klar, nee. Ne? Bleib bei dir. Denn du hilfst dem anderen auf lange Sicht nicht. Irgendwann muss jeder mal in die Situation kommen, dass er wirklich für sich selber sorgen kann. Ja? Eine letzte Reihe. Da kommt der Ritter der Kelche. Da kommt das Gericht. Und da kommt der Teufel. Ja, sie sagen dir, hör auf damit, immer der oder die Liebe sein zu wollen. Denn das schafft hier Abhängigkeiten. Du schaffst Abhängigkeit und der andere ist. Also du bist emotional abhängig und der andere ist es vielleicht wirtschaftlich. Ich bleibe immer wieder bei dem Beispiel mit dem Sohn. Ein erwachsener Sohn, der immer wieder zu seiner Mama kommt und sie immer wieder um Geld anpuppt, weil er selbst vielleicht arbeitslos ist oder nicht arbeiten will oder was weiß ich, oder einfach es nicht erwirtschaftet, was er ausgibt, ja, nicht mit Geld umgehen kann, was auch immer. Hier heißt es ganz klar, hör auf mit deinem Liebsein, denn du drehst dich hier im Kreis. Du schaffst immer wieder Abhängigkeit. Du emotional, weil du Angst hast, dass er dich dann nicht mehr liebt oder dass er sich verabschiedet oder dass er dir vielleicht durchaus auch zeigt, dass er eigentlich nur dann kommt, wenn er Geld von dir braucht. Na? Auch davor haben Menschen immer wieder Angst, und ich kann das absolut nachvollziehen, denn das ist kein schönes Gefühl als Eltern, wenn man das Gefühl hat, dass die Kinder eigentlich nur dann kommen, wenn sie etwas wollen. Na? Oft ist es Geld, es können auch andere Dinge sein, aber hier heißt es, steig aus diesem Kreislauf auf. Das ist das Judgment, das Gericht, es ist eine ständige Tod und wieder auf. Es dreht sich immer wieder im Kreis. Du kommst aus der Nummer nicht raus, wenn du nicht einen Schlussstrich hier ziehst. Also wer sich hier angesprochen fühlt und wer hier tatsächlich in dieser Situation ist, dass er hier Familienmitglieder oder Freunde hat, die immer wieder andocken in irgendeiner Art und Weise, und wo ihr euch mit dem Grenzen setzen schwer tut, dann ist die Aussage hier, bitte, bitte bleib bei dir. Zieh das, was du eigentlich mit gesundem Menschenverstand schon weißt, tatsächlich durch. Es dient euch beiden. Letztendlich dient es euch beiden. Auch wenn der Anfang der Umsetzung vielleicht
emotional nicht so ganz einfach ist. Ja? Ja, das war jetzt eine spannende Legung, fand ich. Spannende Aussagen. Schreibt mir es in die Kommentare. Ich bin gespannt, wer sich hier angesprochen gefühlt hat. Ich wünsche euch alles Liebe, wie immer. Macht es gut, habt eine wunderbare Zeit und wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.